Was glaubt man aus die Fighter Hoser hier und willkommen zu weiteren Kräfte im Einklang Booster Pack Openings. Falls ihr das letzte Video gesehen habt, so wisst ihr sicherlich, wo ich mich gerade befinde. Die Kurzversion ist, im letzten Opening, Freunde, war ich quasi im Spider-Man-Laden. Nach dem Friseur bin ich da hingegangen, hab mir aus dem Display waren noch 25, 26 Booster in diesem Display und ich habe mir 10 Stück geholt, weil ich ein gutes Gefühl hatte, aber auch gleich nervös war. Und im Endeffekt, ja, könnt ihr das Video euch gerne abchecken, wir haben da 3 Holo-Karten gezogen aus den 10 Boosts und ich dachte mir, ich habe doch am Ende des Videos gesagt, na Alter, normalerweise sprintest du dahin und holst dir die restlichen Packs aus dem Display. Habe ich gemacht. Ich hasse mich für sowas. Aber ich muss es machen. Ich muss es machen. Lasst mich erklären, Freunde. Denn das Display war mehr oder weniger relativ neu. Und in einem Display sind ja 36 Booster Packs. 36 Booster Packs, richtig. Und als ich das gekauft habe, waren nur noch 25, 26 drin. Also als ich hier 10 geholt habe, heißt, ich habe tatsächlich 16 Booster. 16 Booster werden wir heute öffnen. Und die Sache ist nämlich, ich habe da schon was gesehen und ich... Ja, ich habe da schon was gesehen, sorry. Ich habe da leider schon was gesehen. Die Sache ist nämlich folgendes. Ich habe aus diesen 10 Booster, die ich mir geholt habe im letzten Video, nur 3 Holokarten gezogen. Ist nicht schlecht, aber nur 3 Holokarten. Und in dem Display waren dann quasi nur 16 Booster, die habe ich mir geholt. Und aus diesen 16 Boostern muss eigentlich noch was Gutes drin sein. Wisst ihr das mal? Weil ich habe mir 10 Booster geholt und so gesehen nichts gezogen. Klar, heißt 10 andere Booster wurden verkauft, mehr oder weniger. Richtig, richtig, genau. Dann waren 26 drin, 36 sind drin. BD. Entweder waren in den 10, in denen die verkauft wurden an jemand anderen. By the way, viel Glück, falls ihr irgendwie, keine Ahnung, das zufällig derjenige das sieht oder so, falls das irgendwie kreuzt, der Zufall es so will, der Legend of Spider-Man Laden ihm auch bekannt ist. Entweder waren quasi in den 10 Packs, die schon verkauft wurden, alle genialen Karten oder eben im Rest des Displays. Und deswegen dachte ich mir, ich muss da nochmal hin, Freunde. Und ich habe sie leider schon gesehen, hier werden wir was ziehen. Die Frage ist, was? Oh! Ich hab's euch gesagt, ich hab's euch gesagt. Ich hab's euch gesagt, das ist die alternative Form. Das ist die alternative Form, Freunde. Und das ist auch GG an der Stelle. Ich hab's euch gesagt und seht, die haben es sofort gezogen. Weil ich hatte aus diesen 10 Packs, wie ich gesagt habe, schon 1000 Mal. Muss kurz die Hüllen auspacken, sorry. Ich hatte aus den 10 Packs, wie gesagt, eigentlich nichts Gutes gezogen. Und deswegen war mir bewusst, ey, in diesem Display, das noch dort zur Verfügung ist, da ist sicherlich noch was Gutes drinnen. Und bevor der Laden schließt, legit 10 Minuten bevor der Laden zugemacht hat, bin ich nochmal schnell hin, Need for Speed like. Und hab und ich wusste es, ich wusste es. Freunde, Mars Shadow und Machomai GX, das ist die alternative Version, das sieht richtig schön aus. Wie ist das Centering, das sieht sehr gut aus, eine sehr schöne Karte, Freunde. Ach, wenn euch das Ganze gefallen hat, bis jetzt schon, oder im Prinzip, im Endeffekt, oder an sich, einfach gefällt, Freunde, für diesen Pull. Dann dürft ihr ganz auf jeden Fall gerne ein Like geben, sage ich kurz einfach, sofern ich das, beziehungsweise währenddessen, während ich es, ihr merkt es auch schon, ich war nicht ohne Grund nervös, während ich es quasi eingepackt habe in den Toploader, ich wusste es, ich hab's gewusst, das sieht sehr schön aus, das sieht sehr schön aus und wir haben halt legit noch die restlichen 15 Booster, let's go, jawohl, ich wusste es, Leute. Ja, in so einem ganzen Display, in einem kompletten Display sind natürlich, also es ist schwierig. Manche sagen, ja, in einem kompletten Display, wenn du es dir neu kaufst, eigentlich ist es immer gut, wenn man sich ein komplettes Display kauft, wenn man quasi für seltene Karten gehen will. Weil da gibt es eine Garantie, ja. Manche sagen, du bekommst garantiert ein Secret Rare Pool. Also im Endeffekt sowas wie hier zum Beispiel, hier steht da dran, 199 aus 214. Ah, warte mal, warte mal. Das ist die alternative Version, da bin ich mir ganz sicher. Es sind alternative Versionen, nicht über 10, die nicht als Secret Rare. Weil normalerweise steht dran, zum Beispiel in dem Fall dann 218 aus 214. Die Rainbow Rest sind auf jeden Fall so. Jedenfalls alternative Versionen sind auf jeden Fall trotzdem gut. Aber das heißt eigentlich, wir kriegen noch einen Secret Rare Pull. Oder Hyper Rare, je nachdem, wie man das nennen mag. Was ich meine ist, dass quasi, dass nach der Zahl hier noch was, also quasi zum Beispiel 218 aus 199 als Standard. Also, dass die Zahl darüber hinausgeht eigentlich, was dran steht. Habe ich den Kartentrick gemacht? Ich weiß gar nicht, ich denke schon. Naja, und manche sagen halt, sowas ist garantiert. Ich, by the way, ich ziehe mal ein bisschen an. Ich habe, glaube ich, viel zu viel Zeit am Anfang rausgehauen. Aber für den Pull war es halt genial.
Und genau, manche sagen halt, du kriegst auf jeden Fall so eine Karte, ja, quasi von den seltenen, ist mindestens garantiert und dann eigentlich auch noch ein paar, auf jeden Fall GX in dem Display und so weiter und so fort. Also ich kenne gar ganz nicht genau die Zahlenformel, Freunde. Ich hab da, verdammt, ich hab da wieder was gesehen. Ich bin so dumm. Ich muss mal damit aufpassen, ich hab's wieder gesehen. Also wir haben hier noch ein GX-Pool, sorry. Sorry, ich muss mal da aufpassen, dass ich das richtig mache. Deswegen lass uns hier mal kurz Luft anhalten. Ich glaube, ich weiß auch schon, welche es sein wird. Ich habe, glaube ich, gesehen Elfun GX. Ganz, ganz so vom Rande hinweg. Ist es Elfun? Oh nein. Okay, okay. Tatsächlich nicht. Kaguron. Okay, hatten wir schon. Nehme ich aber auf jeden Fall an. Wir hatten das quasi auf Englisch. Ihr merkt es auch schon, das sind deutsche Booster Packs. Wie gesagt, aus dem lokalen Shop geholt. Mehr oder weniger fast das ganze Display gekauft. Aber ihr merkt auch schon. In dieser Hälfte, oder beziehungsweise, ja, in dieser Hälfte des Displays waren quasi die guten Karten. Das gefällt mir. Ich hoffe wirklich, dass da quasi dann in dieser Hälfte noch dieser Hyperpool ist, ne? So, das ist, ich meinte, mit so einem Rainbow Rare Vergleich. So, okay. Boom, bei der Boom, pow. Dann macht man das Ganze mal so. Jetzt habe ich es nicht verkackt, aber muss man auch drauf aufpassen, dass das immer euch zeige, was da abgeht. Weil manche sind da natürlich misstrauisch, aber Freunde, naja, also ich habe da keinen Grund, irgendwas hier an den Packs zu faken oder so. Also da habt ihr mir auf jeden Fall mein Wort. Das ist nicht in meinem Interesse, ja. Das wäre auch für mich überhaupt nicht lukrativ, weil ihr müsst mal überlegen, wenn ich sowas faken würde, nehmen wir mal an, ich hole mir eine Rainbow Red Glura-Karte, dann allein diese Glura-Karte einzeln kostet schon zu viel. Und dann, wieso sollte ich dann noch Boost holen, um das quasi reinzufaken oder was weiß ich? Das ist ein Minusgeschäft, mehr oder weniger, ne, wenn man das so sieht. Deswegen, Freunde, genau, so viel dazu. Aber Leute, von heute, jetzt genau, jetzt muss ich an der Stelle mal aufpassen. Das ist für euch. Ich muss auch legit mal aufpassen. Ich gehe gerade ein bisschen grob mit den Karten um. Ah, dieser Macho mein war genial. Der hat so gut getan. Alright, aber eigentlich ist das, wie gesagt, nicht dieser eine Pull. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ich will mich darauf nicht festigen, Freunde. Weil bei, ja, keine Ahnung, ich sag einfach mal dazu nicht viel, ich genieße das Ganze jetzt erstmal. Let's go! Ah, Macho Mai war brutal, ey. Ah, die Version sieht gut aus, das war geil. Na klar, im Endeffekt, das war, also ich habe das, das ist für mich schon eigentlich so unwahrscheinlich, hier einen Rainbow Rare Glurak zu ziehen, dass ich es legit nicht mal mehr erträumen kann. Aber das wäre halt wirklich, ich fertig, ich hätte das VCG durchgespielt. So. Wenn ihr wisst, was ich meine. Nee, aber das wären halt wirklich der Dreams. Aber in der Realität haben wir hier Gifloor Holo. Okay, wir haben hier noch einen Holo-Pull. Jetzt bin ich halt legit gespannt so. Beziehungsweise jetzt mein Interesse wäre, das ist die Neugier. Aber ich werde das nie erfahren. Aus diesen 10 Packs, die schon verkauft wurden, bevor ich das Booster gesehen habe, angefasst habe. Was war in diesen 10 Packs? Was war in diesen 10 Packs? Die ganzen 10 Packs wurden auch mehr oder weniger aus der rechten Seite geholt. Also es kann tatsächlich sein, dass aus diesen 10 Packs, die verkauft wurden, schon was Brutales drin war. Es kann tatsächlich sein, Freunde. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Also beziehungsweise GG an denjenigen, random Menschen, random Mitmenschen unserer Art. Aber genau, es ist... GG! Felino! Was Wurmball? Genau, der Blutzug. Malzi! By the way, ich weiß gar nicht, was ich mit diesen ganzen Karten machen soll, so, ne? Mit den ganzen Karten, die ich hier aufbewahre, beziehungsweise die sich dann sammeln vom Pack-Opening. Ich weiß nicht, also, ich weiß nicht. Ganz spontan. Wenn ihr für sowas, also wenn ihr auch so Karten sammelt, könnt mich gerne wissen lassen, was macht ihr mit solchen Karten, die ihr zieht und die dann quasi übrig bleiben, mehr oder weniger. Klar, ich könnte ein Deck bauen vielleicht und so, tralala, aber ich spiele es ja nicht. Ich bin nur Sammler eigentlich. Und... Könnt mich gerne wissen, was ihr da so macht. Vielleicht habt ihr Tipps und Tricks. Bis jetzt werde ich es einfach nur verstauen, so. Wisst ihr, was ich meine? Oder vielleicht auch mal, weiß nicht, jemanden, der das spielt, verschenken? Warum nicht? So, Dotri und Flampivian. Marboy Flampivian. Richtig cool auf jeden Fall. Ich mag Flampivian. Sein Name ist mir im letzten Opening nicht eingefallen, als ich die erste Entwicklung gesehen habe. Okay. Dann machen wir hier mal an der Stelle weiter. Oh, es sieht nicht gut aus. Seht ihr das? Das ist beschädigt. Metallkernbarriere, was wir so random gepult haben. Sandan, Kramux, Mirabla, Traunfugil, Smetbo, ey, Smetbo, cool. Cooles Artwork auf jeden Fall von Smetbo. Marboy Smetborinio. Warte, ich hab's jetzt
ein bisschen rausbekommen mit den Packs, Packs öffnen, hat es gemerkt. Die sind irgendwie, ich bekomme sie gut auf, sag ich mal. Am Anfang hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, aber jetzt geht's. So, Feenenergie, Rückentwicklungsspray, Togetic, Kogas Falle, Porygon, Froxy, Stolunio, Yubop, Knofensa, Blau! Ich wusste es, dass es in dieses Pack ist es. Ich hab's gewusst. Jetzt haben wir es einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch. Nehme ich sowas von an. Wie ist das Centering? Nicht gut. Seht ihr das? Es ist ein bisschen zu weit nach rechts. Seht ihr das? Das ist schmaler als die Seite. Und hier oben auch ein bisschen. Centering ist leider nicht gut. Das ist echt schade. So eine Karte verliert dann so gesehen ein bisschen an Wert, wenn man es wertet. So. Aber... GG, ich wusste, dass es dieses Pack ist, Freunde. Ich hab's gewusst, dass da was schlummert. Und da hat legit noch ein Glurak und Richam geschlummert. Fangen wir hier an. Geil, wieder die GX-Version. Egal. Mm-mm. Egal, Freunde, egal auf welcher Karte ein Glurak ist, die Karte ist gefragt. Und demnächst, also in EJP sind schon weitere Glurak-Karten rausgekommen an der Stelle. Und da werden sicher noch weitere kommen. Hidden Fates kommt ja auch noch. Ich glaube, Ende August, Anfang September oder sogar Ende September. Jedenfalls Hidden Fates wird dann quasi ein Shiny Pack sein. Da werden Shiny Pokémon drin sein. Und da wird auch ein schwarzes Glurak Shiny sein. Ray, Shiny, ja, Full Art so gesehen. Apropos Full Art, der Full Art Glurak und Reshiram wäre auch genial. Oh, Geowatz Holo, nice. Okay, sehr cool. Geowatz Holo. Die Sache ist nämlich, guck mal, was ich meinte, wenn ich nochmal zurückgreifen darf. In meinem allerersten Display haben wir eine Rainbow Rare gezogen und diese Rainbow Rare ist so gesehen die Secret Rare Pull oder Hyper Rare Pull, je nachdem wie man das nennt. Aber dass das mit den Zahlen meinte, dass dann über die 214 da dran steht. Ich kann es nachher am Ende vielleicht nochmal zeigen. Und wir haben da auch eine alternative Version gezogen von Gardevoir und Felinara. Und das meinte ich. Eigentlich könnte hier potenziell noch eine Rainbow Rare Karte drin sein. Oder halt eben eine Fuller Trainer Karte oder das, was quasi diese, was ich mir da so erklären will, zutrifft mit der Zahl. Ne? Ich zeig's euch am Ende des Videos, dann wisst ihr, was ich meine. Ich bin gespannt, wenn es so wird. Nur her damit. Also wenn wir hier noch einen Rainbow Rare ziehen. Theoretisch, ja, da fehlen halt eigentlich 10 Packs von dem ganzen Display. Das ist halt das, was ich meinte. Was ist, wenn in diesen 10 Packs die verkauft wurden, diese Rainbow Rare drin war? Ich gönn's jedem, so ist nicht. Aber überleg mal, da wäre diese Reshiram und Glurak-Karte drin. Das sind halt die Dreams. Die haben hier am Anfang, die haben jetzt nobile Karte. Okay, sehr schön. Und ja, Freunde, wir kommen schon zu den allerletzten Pack. Danach haben wir die drei letzten. Mit dem Voice Drop. Danach haben wir die drei letzten. Glurak und Reshiram. Boah, habe ich überhaupt nicht erwartet, bin ich ehrlich zu euch. Habe ich überhaupt nicht erwartet. Wenn aus den drei letzten noch was Krankes droppt. Das wäre genial. Das wäre geil. Aber, ich brück mich erstmal. Wir haben mit Romato, dann haben wir Rückentwicklungsspray Z und wir haben hier Smogmog. Alright. Dann kommen wir auch tatsächlich aber zu den drei letzten Packs, Freunde. Wählt euch eines der Packs aus. Merkt sie euch. Und sagt euch, aus welchen dieser Packs wird was Geiles droppen. Einfach so. Einfach ein random Gedankenspiel. Total random. Nichts Besonderes. Kein Hintergrund. Einfach random. Ich sage, aus der mit Machomai und Marshadow droppt was, weil wir quasi da die Full Art gezogen haben. Was sagt ihr? Psycho-Energie, Samson eigentlich. Janina, Radikal, Flampion, Ganovin, Molung, Smogon. Alola liegt da. Oh, der sieht geil aus. Oh mein Gott. Arcanis Artok ist genial. Und er bringt uns Gengar. Okay, nicht Holo. Nicht Holo Gengar. Aber Leute. Also wie gesagt, eigentlich sollte hier. Nein, das sollte nicht. Das kann ich nicht sagen, weil 10 Packs wurden ja verkauft. Ich habe ja kein ganzes Display so gesehen gekauft. Aber wenn ich Glück habe, dann ist sie halt vielleicht noch was. Wenn nicht, GG. Wenn nicht, dann geh zum G. Dann nehme ich auf jeden Fall das an, was heute gejobbt ist, weil das war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Alles läuft. Wir kommen zum vorletzten Pack. Bestenbringer, Capoeira
Oh, Skorko. Ich mag Skorko so. Shovel! Tentache, Stolunio, Sandan, Nebulak. Und? Wer von euch hat dieses Pack gewählt? Wer von euch hat dieses Pack gewählt und hat gesagt, dass hier was droppen wird? Ihr merkt schon, ich bin nervös mit dem Pack. Heißt, es könnte sein... Hey, willst du mal aufgehen, bitte? Heißt, es könnte sein, dass hier tatsächlich was ist. Könnte sein, dass hier tatsächlich was ist. Sollen wir mal keinen Kartentrick machen? Komm, wie im letzten Video. Beim allerletzten Pack. Freunde, vielen Dank jetzt schon fürs Zusehen. Es hat auf jeden Fall gelohnt. Ich werde es nicht vergessen. Ich werde gleich am Ende noch zeigen, was ich gemeint hatte. Aber wir haben hier noch ein Alola Dicta. Zubat. Schade. Schade. Geil wäre es auf jeden Fall. Aber über diese Ausbeute beklage ich mich auf jeden Fall nicht. Wir haben hier eine alternative Version. Und dementsprechend echt in den quasi in den 10 Packs, die verkauft wurden. Es war wahrscheinlich wirklich halt quasi das, was ich meinte. Aber das, was ich meinte, zeige ich euch jetzt noch gleich zum Schluss. So, schaut mal, Freunde, das war das, was ich meinte. Im letzten Display, im kompletten Display haben wir das gezogen. 224 aus 214, das geht über die Anzahl hinaus. Das, was ich meinte, diese Karten quasi, das sind die Secret Rare oder Hyper Rare, je nachdem, wie man es nennen mag. Das sind so gesehen die LR, sind, man sagt es in der Faustregel, pro Display garantiert. Und dementsprechend waren tatsächlich in den 10 verkauften Booster Packs möglicherweise, die ich gerade nicht bekommen habe, quasi eines solcher Karten drin. Und da haben wir auch quasi eine alternative Artwork gezogen. Und das war quasi auch hier an der Stelle 205 von 214. Und dementsprechend, alternatives Artwork hat mir tatsächlich. Die andere Karte ist ausgeblieben. Nicht schlimm. Dafür nehme ich auf jeden Fall wirklich diesen Glurak an und vor allem den Boy. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Mach's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my word. You a man, bro, don't you cry.